Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Innsbrucker Gemeinderates, der Innsbrucker Stadtregierung, sehr geehrte Herren Vizebürgermeister, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, meine sehr geehrten Damen und Herren. Welche grundlegenden Botschaften, welche inhaltliche Aussagen erwarten Sie sich von mir? Was stellen Sie sich als ein für Sie wünschenswertes, inhaltlich richtiges und wertvolles Ergebnis vor, wie als Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen zuhören? Oder was wünschen Sie sich von uns als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, letztendlich vom ressortverantwortlichen Herrn Bürgermeister, von einem Doppelbudget oder besser gesagt von zwei Budgets, das Budget 2022 und das Budget 2023. Stellen sich diese Fragen für Sie oder ist es vielleicht egal, was ich heute hier sagen werde, was die Damen und Herren Redner, die gewählten Gemeinderäte und Gemeinderäte der Landeshauptstadt Innsbruck heute hier sagen werden, weil das Resultat ja sowieso schon fixiert zu sein scheint. Verzeihen Sie mir diesen, ich gebe zu, etwas provokanten Einstieg und Zugang zu Botschaften und Resultaten, die der heutige Tag bringen kann, soll oder auch wird. Aber ist schon allen klar hier, dass wir die einzigartige Situation in der politischen Geschichte Innsbrucks haben, keine Koalition. Dass wir ständig in Konstellationen handeln, die aus meiner Sicht vollkommen mutwillig und überflüssigerweise herbeigeführt worden sind. Herbeigeführt während der letzten Monate und Jahre dieser Regierungsperiode unter Verwendung von Argumenten und Begründungen, die für eine Zusammenarbeit kontraproduktiver nicht sein könnten. Doch was auch immer Herr Bürgermeister vorhat, beziehungsweise mit emotionslosem Weitergehen in der Tagesordnung elegant an sich herunterrutschen lässt, dem stelle ich überzeugt entgegen. Nicht jede Rechnung geht am Ende auf. Beim heutigen sogenannten Doppelbudget geht es wiederum um sehr viel und um bedeutend mehr als nur um sehr viel Geld. Es geht um Gesundheit, um Pflege, um Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, Kinder und Bildung, Verlässlichkeit, Zukunftshoffnung, Wirtschaftsbelebung, Arbeitsplätze und noch um vieles mehr. Alles Begriffe, die oft verwendet werden und deshalb auch strapazierte Begriffe sind. Nicht aber die Begriffe sind das Wichtige, sondern die Situation, die für die Menschen dahinter steht und sie betrifft, das ist wichtig. Es geht also um unsere Gesellschaft, das Zusammenleben, die Infrastruktur in unserer Landeshauptstadt oder noch einmal anders ausgedrückt, es geht um Innsbruck und die Menschen, die hier leben. Auch heuer darf und möchte ich Sie in meiner Aufgabenstellung als Vorsitzender des Finanzausschusses an dieser Stelle zu konstruktiven Betrachtungen und zu verantwortungsvollen, guten, gemeinsamen Entscheidungen einladen, um am Ende der Sitzung zu positiven Beschlüssen für die zwei folgenden wichtigen Budgets 2022 und 2023 zu kommen. Heute steht nicht ein Doppelbudget für zwei Folgejahre zur Diskussion, sondern das Budget 2022 und das Budget 2023. Zwei Budgets, wovon eines lediglich früher beschlossen wird. Der Einfachheit geschuldet wird es allgemein Doppelbudget genannt. Ein Doppelbudget ist aus vielen Gründen notwendig. Diese werden heute sicher noch ausreichend ausgeführt und diskutiert werden. Unter anderem auch, weil trotz einseitig beendeter funktionierender Koalition, trotz scheinbar brückenloser Gräben oder eigentlich gerade deswegen es umso mehr wichtiger ist, höchste Qualität in die Ergebnisse dieses Tages zu bringen, gemeinsam Ziele zu definieren und anzustreben,
die das, was Innsbruck Bevölkerung braucht, besser gewährleisten als tägliches Hin und Her ohne Linie, begleitet von die anderen sind die Schuldigen Ankündigungspolitik, fern von konsequenter Haltung bei Projekten und Beschlüssen. Innsbruck braucht mehr. Warum? Wir haben oft gehört, und ich will dazu zitieren, man kann doch besonders in den durch Corona arg gebeutelten Zeiten so schwer vorausschauen. Es ist ja gar keine ausreichende Planbarkeit gegeben. So und ähnlich wird gerne kommuniziert. Doppelbudgets, ausnahmslos nur zu Wahlzeiten, wären vielleicht taktisch reizvoll, sind aber möglicherweise zu kurz gegriffen. Das Land Tirol beschließt zum Beispiel öfters Doppelbudgets. Zwei Jahresbudgets sind auch weit entfernt von unflexibel. Ganz im Gegenteil, Budgets für zwei Jahre erhöhen vor allen Seiten Planbarkeit und damit automatisch auch die Flexibilität. Verlässlichkeit und Kontinuität sind in höherem Maße gegeben. Längerfristige Finanzüberblicke sind nicht nur wünschenswert, sondern damit auch bestens gewährleistet. Und die Stadt kommt selbstverständlich und verlässlich ihren Investitionen nach. Natürlich sind Österreichs Gemeindehaushalte in Mitleidenschaft gezogen. Natürlich müssen in Zeiten wie diesen auch Budgets konsolidiert werden. Aber es ist nicht völlig alles aus dem Ruder und ohne jegliche Finanzstrukturen. Es ist auch nicht hoffnungslos und nicht zu vergessen, es kommt auch sehr viel Geld vom Bund und Land an die Gemeinden zurück. An dieser Stelle spreche ich auch meinen großen Dank an die Finanzpartner aus, wohl wissend, dass es sich dabei aber auch um einen gerechten Anteil handelt für die Landeshauptstadt Innsbruck. Ein Budget ist keine Magie. Ein Budget ist zum größten Teil vorgegeben. Eine Budgeterstellung für zwei aufeinanderfolgende Jahre ist aus vielen Gründen manchmal wichtig, vor allem auch richtig und letztendlich sowohl auch möglich. Man braucht allerdings eine Linie, eine politische Zielsetzung, auch Vorgaben und Visionen. Um auch einmal die Fußballersprache zu verwenden, man braucht auch den Zug zum Tor. Man braucht vor allem Kontinuität, denn die Menschen registrieren, wenn sie fehlt. Man kann jedoch nur dann eine Linie verfolgen, wenn man eine hat. Nicht zuletzt braucht es, wie für alles im Leben, auch Partner. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitte denken Sie noch einmal kurz an die Pressemeldungen zu den Innsbrucker Finanzen während der letzten Monate. Zuerst 20 Millionen Euro zu viel und verfügbar für alle möglichen Spezialträume. Nicht lange danach 24 Millionen zu wenig zwischen erwarteten Einnahmen und angemeldeten Ausgaben. Bitte, wer soll denn bei solchen Botschaften und besonders, wenn man die Grundlagen nicht kennt, noch durchsteigen? Alles wird sofort medial hinausgeschossen. Heute so, morgen so. Trifft ein, wen interessiert, Hauptsache Presse. Aber derart viel substanzloses Agieren ersetzt das verantwortungsvolle Planen, Diskutieren und vor allem das gemeinsame Umsetzen nicht. Seit der Beginn der Regierungsperiode von Bürgermeister Willi hat sich die Verschuldung beinahe verdoppelt. Sie haben richtig gehört, verdoppelt. Nur bitte frage ich mich, wofür? Geschätzte Kolleginnen der Grünen Fraktion, wofür wurde denn das Geld ausgegeben? Ich kann leider kaum eines der groß angekündigten Projekte oder Ziele erkennen. Keine neuen Brücken über den Inn, keine neuen Straßenbahnen, keine Leerstandsabgabe, keine gemeindeübergreifenden Kooperationen, keine zusätzlichen Schwimmflächen, keine sicherheitsfördernden Maßnahmen, keine Radautobahnen, keine Autobahneinhausungen, keine Lösung der Wohnungsfrage, 1000 Ankündigungen und keine Lösungen. Was bitte habt ihr vor? Wir haben keinen Busparkplatz, keine Lösung dazu, auch kein Leitsystem, keine der angekündigten Entwicklungen am Inn.
und die Liste ließe sich beliebig noch lange fortsetzen. Dafür gibt es unzählig viele umgeschnittene Bäume und Parkbänke um 6.000 Euro, noch mehr Dieselbusse und keine versprochenen Straßenbahnführungen, teuer bemalten Asphalt am Marktplatz und kein schlüssiges Konzept, immer mehr Dienstposten im Bürgermeisterumfeld im Rathaus, einsame Entscheidungen und Medienspektakel ohne folgende Umsetzungen, Personalrochaden mit fragwürdigen Vorgangsweisen und Folgen, Verzögerungen bei allem und jedem und das am laufenden Band. Das ist definitiv zu wenig, liebe Freunde. Fakt ist, die Wirtschaft springt an. Gut, dass wir in harten internen Verhandlungen schon letztes Jahr das Investitionspaket für die Innsbrucker Wirtschaft beschlossen haben. Gut dies, auch schon vorausschauend für 2 Jahre zu beschließen. Gerade im handwerklichen Bereich sind die Aufträge da. Es ist sogar so, dass Betriebe den Aufträgen, zum Beispiel wegen fehlendem Fachpersonal, gar nicht mehr nachkommen können. Wer sein Budget nicht kennt, ist mit 1 Jahr überfordert und mit 2 Jahren erst recht. Schnell wird aus einer guten Sache eine Belastung, und das darf nicht sein, weil die Leidtragenden sind die Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Dauerhaftes Hinhalten, nicht reagieren, Aussagen im Sinne von wir prüfen, es muss sorgsam überlegt werden, sind an der Tagesordnung. Es wird nicht geprüft, es wird nicht überlegt, es wird nicht mit den Gemeinderäten gesprochen. Nach Medienverkündigung im letzten Moment oder auch danach wird etwas Inhaltloses hingeknallt und dann sind es wiederum die anderen, weil verständlicherweise nicht zugestimmt werden konnte. Man braucht auch keinen besonderen Wert auf gesprochene Nachhaltigkeit zu legen, denn das heute Gesagte ist zumindest bei manchen morgen sowieso schon lange wieder vergessen. Das ist sehr weit entfernt von fairer Zusammenarbeit. Diese Vorgangsweisen zu ändern, darf ich euch als Finanzausschussvorsitzender schwer ans Herz legen. Wir werden sicher keinen Schalmeienklängen aufsitzen. Es wird im Sinne der einseitig aufgekündigten Koalition weiterhin mit allen, die das wollen, gemeinsam gearbeitet werden. Es wird aufgezeigt, entschieden, mit und ohne Kompromisse, auf jeden Fall für Innsbruck. Daraus ergeben sich für mich folgende Schlussfolgerungen. Wir müssen alle den Bürgermeister unterstützen, seine Pflicht zu erfüllen. Das ist unsere Pflicht und im Interesse der Stadt Innsbruck. Wir als Innsbrucker Gemeinderätinnen müssen Verantwortung übernehmen und tragen, denn Innsbruck ist keine Spielwiese für politische Fantasien. Innsbruck ist kein Platz für unendliche Experimente. Innsbruck verträgt keinen Dauer-Zick-Zack-Kurs und Innsbruck ist auch keine Hochschaubahn im grünen Vergnügungspark. Als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen bin ich überzeugt von einem Doppelbudget 2022 und auch 2023. Es ist der beste Weg, bietet Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam und richtig entscheiden. Vielleicht ist das langweilig, vielleicht ist auch die Haltung spröde, aber dafür bleiben wir seriös, dafür bleiben wir bei Verantwortung, Realität und Redlichkeit. Innsbruck ist mit einem Vermögen von ca. 2,9 Milliarden Euro sehr gut aufgestellt. Innsbruck ist Wirtschaftsimpulsgeber und auch Arbeitsplatzgarant für die gesamte Region. Innsbrucker Beteiligungsbetriebe sind Vorzeigebetriebe. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe, der Flughafen, die Batschak-Hofelbahn sind beispielhaft für 3 wirtschaftlich erfolgreich arbeitende Unternehmen. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir wollen Planungssicherheit, Übersicht, Kontinuität und vor allem auch Stabilität. Das sind unsere Ziele. Gehen wir gemeinsam den verantwortungsvollen Weg, gehen wir den Weg für die Stadt Innsbruck, lassen wir uns vor keinen unmanövrierbaren Karren spannen. Entscheiden wir uns für das Richtige
zur richtigen Zeit. Heute in diesem Fall für ein ausgewogenes und seriöses Doppelbudget, die Budgets 2022 und 2023. Danke auch an dieser Stelle noch an alle, die schon bisher in diesem Sinne gearbeitet haben. Innsbruck ist es wert. Danke.